Ich hoffe, dass das alles jetzt hörbar wird, weil ich will euch wieder ein Hörbeispiel geben und da muss ich jetzt wieder dieses olle Mikrofon hier nutzen. Mag's mal gehen. Dopplersonografie. Nochmal gucken hier, die Links. Wer nicht weiß, was der Doppler-Effekt ist, was Sonografie ist, die Links, die ich hier mal oben anfüge, die führen letzten Endes dazu, dass man sich das nochmal kurz erklären kann und dieses Video hält hier an. Die Mediziner brauchen es auf jeden Fall. Wir nehmen uns mal Folgendes. Und zwar, ich habe jetzt mal ganz vereinfacht ein Blutgefäß dargestellt. Das soll ein rotes Blutkörperchen sein. Ich nehme jetzt mal nur eins. Und ich habe hier einen, sieht aus wie ein Linearkopf, also ein Linear-Scanner, ist aber nicht. Normalerweise nimmt man ja einen Piezo-Lautsprecher gleichzeitig als Mikrofon. Macht sich aber hier besser, weil ich hier entsprechende Laufzeiten habe. Laufzeiten, von hier bis hier fließt das Blutkörperchen ein bisschen länger. Dass das jetzt hier nicht um Winkel geht, das sei jetzt mal angemerkt. Dass es jetzt auch nicht um Formeln geht, sei hier angemerkt. Aber wir wissen vom Doppler-Effekt, ich strahle eine bestimmte Frequenz aus. Das wird jetzt von, das hat diese Wellenlänge. Und ein sich bewegender Körper, in diesem Fall Blutkörperchen, hat eine andere Dichte als Blut, reflektiert dieses Signal, streut es, also reflektiert es. Und zwar noch so gut, dass es am Mikrofon ankommt. Und weil er sich in die Richtung bewegt, Doppler-Effekt, ne, hier warum, ist die Wellenlänge verkürzt. Mit anderen Worten, die Frequenz, die hier aufgenommen wird, ist höher als die, die ausgesendet wird. Wichtig dabei, wenn ich jetzt diese Frequenzen mische, das heißt also die eine, die ich aussende und die andere, die ich empfange, ergibt sich eine Differenzfrequenz oder ich sage auch Überlagerungsfrequenz. Ich nehme mal ein einfaches Rechenbeispiel, denn man arbeitet in der Medizin durchaus mit Megahertz. Kilohertz wären 1000 und 1000 mal 1000 sind dann Megahertz. Ich nehme mal an, ich sende 1 Megahertz aus, in Wahrheit sind es meistens 8 Megahertz, und ich empfange ein etwas höheres Signal und ich ziehe die voneinander ab, also bleiben 100 Hertz übrig. 100 Hertz liegt in unserem Hörbereich, das ist kein Ultraschall. Das kann man auswerten. Diese Signale, die rein und raus gehen, die gehen zu einer, ich sage mal ganz locker, Auswerteelektronik. Die kann das in Ton wiedergeben und die kann es auch in Bildern wiedergeben. Ich komme jetzt gleich zum Ton und dann zum Bild. Beachtet auch nochmal die Links hier oben zu Fließgeschwindigkeit des Blutes bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das bloß nochmal kurz erwähnt, die Fließgeschwindigkeit des Blutes liegt im Zentimeterbereich pro Sekunde und maximal bis Meterbereich pro Sekunde, natürlich bei verengten Gefäßen. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in der Luft sind 340 Meter pro Sekunde, aber 1500 Meter pro Sekunde schon in Flüssigkeiten, im Wasser. Und das Blut besteht natürlich auch viel aus Wasser. So. Das dazu. Jetzt kommen wir mal zum Tongenerator, den ich schon immer wieder bemühe. Und ich werde jetzt zwei Frequenzen mischen. Und zwar, die eine hat 22.000 Hertz, das liegt also weit über dem, was wir als Menschen hören können. Und die andere knapp 20.000 Hertz. Und wenn ich die mische, lässt sich tatsächlich was hören. Ich werde dann hier gleich mit den Frequenzen noch ein bisschen hin und her regeln. Also die eine, die wahrscheinlich die zweite, die werde ich ein bisschen hin und her regeln. Die andere, die liegt hier oben. Sodass man auch noch die unterschiedlichen Töne hört. So, hören wir uns das mal an. Na komm. Ich hoffe, das genügt hierfür. Ich mache diese nervenden Frequenzen aus, denn junge Leute hören noch ungefähr 20.000 Hertz. Ich schon nicht mehr, aber die Mischfrequenzen können wir alle hören. Das dazu. Jetzt hatte ich ja gesagt, das wird auch gerne in Bildern ausgewertet. Die Elektronik, die macht es ja mittlerweile. Was kennen wir alles schon von den Handys, was die schon können? Und ich habe hier von Wikipedia mal ein schönes Bild. Und zwar farbkodiert werden verschiedene Vorgänge dargestellt. Einerseits, ich glaube, in Rot vom Tastkopf sich wegbewegende Blutkörperchen, beziehungsweise in Blau, obwohl hier manchmal ein paar kleine Fehler drin sind, die sich darauf zubewegenden Blutkörperchen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt den unteren Teil, diesen Wellenteil hier auch sieht, wo ich jetzt drauf zeige. Da geht es darum, immer wie gesagt, es werden die Überlagerungsfrequenzen ausgewertet. Guckt mal hier, das sind 8 Megahertz. Mit solchen Bereichen arbeiten die. Hier haben sie in diesem Fall mal mit 4 Megahertz gearbeitet und hier ist dieser Winkel, der sollte mehr als 60 Grad sein, was ich auf den Tastkopf bezogen hatte. Und jetzt haben wir hier verschiedene
Geschwindigkeiten des Blutes und bei verengten Gefäßen, weil sie kaputt sind, weil sie eben zugesetzt sind, ist die wesentlich höher und je breitbandiger dieses Spektrum, sagt man dazu, also das, was man anguckt, ist das Spektrum, je breitbandiger diese Geschwindigkeiten hier plötzlich sind, umso mehr lässt sich darauf schließen, dass es um verschiedene Geschwindigkeiten geht, die aber letzten Endes durch Verwirbelungen, also nicht lineare Strömungen kommen und sowas kann man dann in diesem Fall auch auswerten. Ich hoffe, dass das alles schön zu sehen war, dass das alles gut zu hören war und dass ich was zum Verständnis der Dopplersonographie beigetragen habe. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.